Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich das erste Mal nicht alleine, sondern ich habe die Stefanie bei mir. Stefanie ist Yin-Yoga-Lehrerin und wir haben uns schon vor längerer Zeit mal online kennengelernt. Ich habe sie angeschrieben, weil sie mir sehr sympathisch ist. Das werdet ihr gleich auch merken. Und wir wollen einfach mal schauen, dass wir mal aus zwei verschiedenen Richtungen Tai Chi und das Yin Yoga uns mal anschauen, Gemeinsamkeiten, vielleicht auch Unterschiede feststellen. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt, aber sonst eigentlich noch gar nichts abgesprochen. Ich denke, dann wird es einfach sehr spontan. Und ja, ein Teil des Interviews oder des Gesprächs wirst du hier auf meinem Kanal sehen und dann den weiteren Teil oder andere Teile bei Stefanie auf ihrem Kanal, sodass du also auch gerne mal auf ihren Kanal gehen kannst und dann mal schauen kannst, ob es da noch weitere Sachen gibt, die dich interessieren. Hallo Stefanie, erstmal. Hallo, lieber David, wie schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. Und klassisch ist ja, wenn man Tai Chi und Yoga oder auch Yin Yoga vergleicht, einfach erstmal die Frage, wo kommt es denn her? Und Stefanie, vielleicht kannst du kurz sagen, wo kommt Yin Yoga her und was hat es für einen Ursprung? Also, wenn wir jetzt generell von Yoga sprechen, das hat seinen Ursprung in Indien. Aber Yin Yoga ist nochmal eine etwas veränderte Form, die ich von meinem Lehrer Paul Grilley so gelernt habe. Das heißt, er hat sich sehr beeinflussen lassen von der TCM, von der traditionellen chinesischen Medizin. Ja, und da gibt es halt eben wieder diese Parallele auch zum Tai Chi. Denn er hatte da einen Lehrer, das war Dr. Motoyama, Dr. Hiroshi Motoyama, und hat viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet und hat da ganz viel über die Meridiane auch gelernt, über die TCM. Und hat das dann mit der Yoga-Praxis, die er kannte, verbunden und hat dann was Neues daraus entwickelt. Und deshalb bezieht man sich im Yin-Yoga eher auf die TCM, statt auf die Lehren, die wir aus dem klassischen Yoga kennen. Also eine recht neue Kombination hat sich dadurch ergeben. Ah, spannend, ja. Interessant. Dann haben wir schon eine Gemeinsamkeit, also die TCM oder auch der chinesische Kulturkreis. Das Tai Chi selbst kommt ja letztendlich auch aus China, ist allerdings dann im Vergleich zum Yin Yoga schon ein bisschen älter. Es gibt so legendäre Aufzeichnungen, also oder Geschichten, die so im 13. Jahrhundert spielen, aber wirkliche Aufzeichnungen, die das, was wir als Tai Chi heutzutage auch bezeichnen würden, sind so aus dem 17. Jahrhundert, aber immerhin auch einige hundert Jahre alt. Und Tai Chi war ursprünglich eigentlich eine Kampfkunst, so wie Karate oder Kung Fu, und wurde dann immer mehr zum Gesundheitssystem so um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also so 1900 ungefähr. Und deswegen praktizieren wir hier im Westen auch Tai Chi, weil es eben viel mehr später jetzt um Gesundheit geht und nicht mehr so um den Kampfkunstaspekt. Vielleicht gucken wir da dann einfach mal, wie Yin Yoga praktiziert wird. Also wie macht man das ganz praktisch? Also Yin Yoga ist eine Yoga-Form, die sehr gut zugänglich ist für jeden, sag ich mal, denn man kann hier wunderbar variieren. Also es ist eine passive Form, das heißt, das meiste wird auf dem Boden ausgeführt und man hat keine muskuläre Anspannung, sondern arbeitet vielmehr mit den Faszien. Das heißt, man kommt in eine Position hinein, zum Beispiel eine vorgebeugte Haltung. Und dann verweilt man da mehrere Minuten. Also im Schnitt sind das so 3 bis 5 Minuten. Das kann aber auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Und das ist schon eine intensive Arbeit, ne, die da auf der faszialen Ebene passiert oder auch emotional. Das geht ja dann tiefer. Ich bin mit mir selbst, also ich gehe in die Stille mit mir selbst. Und das muss man auch erstmal aushalten können, so lange in einer Position in Stille zu sein. Und dann lässt man die Faszien arbeiten. Das heißt, die Meridiane sind auch in den oberflächlichen Verläufen der Faszien. Und dadurch, durch diese Dehnung der Faszien, haben wir einen Effekt auf die Meridiane. Und die wiederum nähren ja unsere Organe. Also das hat gesundheitlich einen ganz wundervollen Effekt, dass es da sehr ausgleichend wirkt, sowohl wenn wir zu viel Qi haben oder auch zu wenig Qi haben, dass wir da einen Ausgleich haben. Und das passiert alles durch diese Meridiandehnungen, die wir in einer passiven Form einnehmen.
Und die Positionen können einfach super abgewandelt werden, wenn zum Beispiel ältere Menschen dabei sind, die eingeschränkt sind in ihren Bewegungen, dann haben wir ganz viele Hilfsmittel, mit denen wir arbeiten. Ja, die sogenannten Bolster, das sind solche Yogakissen, Blöcke, Decken, ja, so alles Mögliche, was man sich dazu nehmen kann, dass man immer wieder ja, sich ablegen kann, dass man das tragen kann, dass man sagt, ah, okay, so geht's mir gut, so kann ich das wirklich ein paar Minuten gut halten, dass ich passiv bleibe und dass dann die Faszien ihre Arbeit machen können. Und von daher sage ich einfach, ja, jeder kann da abgeholt werden, jeder auf seinem Niveau. Und da muss man keinen Respekt haben, wenn man irgendwelche Positionen sieht, wo man sich verbiegt und dass man denkt, ah, das ist nichts für mich. Also das ist alles ganz entspannt auf allen Ebenen und ein ganz wundervoller gesundheitlicher Effekt. Ja, da merkt man, glaube ich, schon einen großen Unterschied dann zu Tai Chi. Also gesund ist es auch, aber wir haben schon viel mehr mit Bewegung zu tun. Also wir bewegen uns entweder alleine, dass man allein durch die Form läuft, oder sonst auch im Unterricht meistens in der Gruppe, dass wir also mit mehreren Leuten zusammen uns bewegen. Und die Bewegungen, die wir machen, das sind meistens so sehr fließende, langsame Bewegungen. Die Beine sind tatsächlich immer fester auf dem Boden. Manchmal gibt es Positionen, wo wir ein Bein heben, um zu treten, um Schritte zu setzen. Aber ansonsten sind die eigentlich tendenziell auf dem Boden. Die Wirbelsäule ist immer lotrecht und aufrecht. Und ja, es gibt Übungen auch in Stille, wo wir zur Ruhe kommen. Also das ist dann die stehende Säule zum Beispiel oder auch eine sitzende Meditation, die wir im Tai Chi haben, als Ergänzung. Und daneben gibt es Partnerformen. Das sind Formen also mit einem Partner zusammen oder eben auch Übungen mit einem Partner zusammen. Das ist so eine Art, ja, Kampf, nicht direkt kämpfend, aber so mal zu gucken, wie es ist, wenn ein anderer Mensch in mein System eindringt und mich so ein bisschen stört. Und dann haben wir noch Waffenformen. Das heißt, es war ja eine Kampfkunst, deswegen gibt es da auch Waffen, Säbel, Schwert und Stock. Und man sieht halt im Tai Chi, dass wir da eine sehr große Bandbreite haben. Also wir haben einmal den Bereich der ruhigen Meditation, fast bewegungslos, und dann den Bereich des Kampfes, des Wettkampfes, der Partnerübungen. Und in allen Bereichen gelten diese Prinzipien, die wir im Tai Chi üben, immer wieder fort. Frage wäre vielleicht noch oder die nächste Frage wäre vielleicht, dass wir gucken, wie es mit der Atmung ist. Also, was ist im Yin-Yoga mit der Atmung? Gibt es da eine bewusste, bestimmte Atmung? Was für einen Wert hat die Atmung? Wir werden bei der Atmung eher zum Beobachter, so wie auch in der Position. Wir kommen in eine Position hinein und wir beobachten einfach, was passiert auf dem Weg. Also nicht, dass man denkt, wenn wir jetzt wieder zur Vorbeuge kommen, ich muss doch jetzt mit meinem Kopf irgendwann auf den Beinen ankommen. Nein, manche sind ganz weit entfernt von den Beinen, das ist doch vollkommen okay. Wir werden da eher zum Beobachter und schauen, was passiert denn da, wenn sich mein Körper jetzt weitet, wenn er sich öffnet und dann, was passiert emotional? Und so ist das auch mit der Atmung, dass wir einfach geschehen lassen. Es gibt schon Atemtechniken, die kann man mit einbauen, aber prinzipiell ist der Hintergedanke einfach auch hier passiv zu werden, geschehen zu lassen, mal zu schauen, was ist denn mit dem Atem? Ist da jetzt gerade was, was sich im Körpergewebe vielleicht löst, dass da eine Erinnerung hochkommt und vielleicht fängst du an, schneller zu atmen? Ja, oder du merkst, dass sich das ganze zentrale Nervensystem gerade beruhigt durch die Position und dann wird dein Atem auch ganz ruhig. Also du nimmst den Atem einfach ganz liebevoll an, so wie er gerade kommt und geht, ohne da zu versuchen, was zu verändern. Und ja, das macht es auch einfach nochmal sehr schön zugänglich für die Menschen, weil sie diesen Leistungsdruck nicht haben. Ne? Wenn man sagt, im Yoga ist es zum Beispiel so, dass man sagt, eine 6 bis 8 Mal pro Minute atmen, das ist ein ganz guter Durchschnitt. Manche sagen auch 4 Mal. Ja, das kann aber manchen auch total viel Stress machen. Und sagen, da komme ich im Leben nicht hin, ich habe 20 Atemzüge pro Minute. Ja, das ist im Tai Chi ähnlich. Also die Atmung ist sehr wichtig. Die Atmung sollte im Tai Chi auch sehr natürlich sein. Und deswegen achten wir am Anfang ganz bewusst mal nicht auf die Atmung, weil, wie du eben ja auch schon gesagt hast, da kommt man schnell in Stress, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwelche
Atemvorgaben einhalten, sondern erst einmal ganz natürlich atmen, so wie die Atmung sich einstellt. Das stimmt schon. Ich meine, letztendlich kann man sagen, wir sind bis hierhin gekommen. Also das Atmen, unser Atmen ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben es bis jetzt überlebt. Und die Idee ist wirklich, dass der Atem nachher die Bewegung so ein bisschen unterstützt und wir mit dem Atem einen Weg finden, um die Konzentration auf den Körper, auf innere Prozesse zu erhöhen und somit auch so ein bisschen innere Prozesse, die wir nicht willkürlich ansteuern können, dann doch ein kleines bisschen zu beeinflussen, wie Blutdruck oder Herzfrequenz etc. Aber die Atmung wirklich am Anfang nicht so sehr fokussieren. Da gibt es so eine schöne Geschichte von einem Meister, der schon lange sehr großer Meister war auch und erst vor wenigen Jahren eigentlich sich intensiv mit Atmung beschäftigt hat. Und ansonsten war sein Training, seine Ausbildung immer so, dass Atmung scheinbar zumindest mal bewusst nicht im Fokus stand, aber seine Lehrer haben ihm immer gut beigebracht, auch im richtigen Rhythmus zu atmen, ohne dass sie es bewusst benannt haben. Und das ist beim Tai Chi ganz wichtig, diese natürliche Atmung. Ja, da kommen wir auch wieder hin zurück. Wenn wir entspannt sind, dann erinnern wir uns ja auch wieder daran, wie wir natürlicherweise atmen. Also Ja. ich erzähle mal gern von dem Baby. Wenn du dir ein Baby mal anschaust, wenn das auf dem Rücken liegt und atmet, das hat eine Vollatmung. Das Baby weiß einfach, wie das funktioniert, ohne dass du es ihm erklären musst. Und dadurch, dass wir so gestresst sind, dann wird unsere Atmung immer flacher. Aber wenn wir wieder lernen, uns zu entspannen, kommen wir auch wieder von ganz allein dahin, dass wir uns erinnern, wie wir eigentlich natürlicherweise atmen und wie gut uns das tut. Ja, genau. Ja, ich glaube, da haben wir wieder was gefunden, was beiden Systemen gleich ist, die Atmung und vor allen Dingen die Natürlichkeit der Atmung. Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, gerade bei uns im Westen, wo man doch alles sehr genau und sehr richtig und korrekt machen will und Angst vor Fehlern hat und dann auch irgendwie Angst hat, falsch zu atmen. Und das ist wahrscheinlich dann der größte Fehler, der Versuch, richtig zu atmen und dann dadurch sich zu sehr anzustrengen. Ja. Also das, also ich finde die Atemarbeit auch super wichtig. Das möchte ich damit jetzt auch gar nicht sagen. Aber das hat einen anderen Platz, dass man Ja. gezielt sagen kann, es gibt die und die und die Atemtechniken und die kannst du praktizieren, um dein Lungenvolumen zu vergrößern, um dich zu beruhigen, um dich anzuregen. Das ist auch alles super wertvoll. Aber ich würde es eben nicht mit der Yin-Yoga-Praxis oder so wie in deinem Fall Tai Chi dann so bewusst kombinieren, damit dieser passive Energiefluss eben nicht gestört wird. Ja, absolut. Also wunderbar. Also eine komplette Übereinstimmung. Das freut mich sehr. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, inwieweit die Meditation eine Rolle spielt. Also was ist der meditative Anteil beim Yin-Yoga oder wie meditiert ihr beim Yin-Yoga? Ah, das finde ich ein super wertvolles Geschenk in der Yin-Yoga-Praxis, weil das eigentlich von selbst passiert. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ich kann das nicht, ich kann mich nicht da hinsetzen und einfach still sein, dann geht es erst richtig los im Kopf und für die ist das eher eine Qual. Und im Yin-Yoga sagen sie auf einmal, ah, okay, jetzt finde ich Zugang dazu, weil sie schon noch sanft in Bewegung sind, aber nicht die ganze Zeit da rumzappeln. Und dann merken sie auf einmal, ja, ich kann mich verbinden, ich kann in den meditativen Zustand gehen. Und dann bleibe ich halt 5 Minuten in der Position, komme in die Stille, werde zum Beobachter, dann löse ich das auf, dann komme ich in eine andere Position und ich komme erneut in eine kleine Meditation. Also wie viele aneinandergereihte Meditationen. Und das ist eine super vorbereitende Übung, wenn du dann irgendwann sagst, ja, jetzt möchte ich mich wirklich auf das Meditationskissen setzen und schau mal, wie viel ich da am Stück sitzen kann. Oder manche sagen auch, nee, mir reicht es vollkommen, in den Hirnübungen still zu werden und zum Beobachter zu werden und zu schauen, was da kommt. Also das ist ein hilfreiches Werkzeug, um den Geist zur Ruhe zu bringen, ohne ja wieder ein Leistungsdenken zu haben. Ich sitze jetzt hier auf dem Kissen, ich möchte meditieren, aber ich habe lauter Gedanken im Kopf und gar nichts geht. Ja, im Tai Chi nutzen wir praktisch den Körper als Meditationsgegenstand. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist das dann beim Yin-Yoga auch, dass die Übung selbst der Gegenstand ist und man eben
nicht zu unruhig ist, weil man was hat, worauf man fokussiert, was man betrachtet, was sich ja auch verändert. Also ich kenne das, wir machen so Dao-Yin-Übungen, da sind wir auch länger in einer Position, in der Vorbeuge. Und ich merke halt eben dann auch in der Übung, dass ich ein kleines bisschen weiterkomme mit der Zeit nach 1, 2 Minuten. Und so stelle ich mir das gerade vor im Yin-Yoga auch. Ja, das ist ja auch ein total schöner Ansatz, ne? Wenn du jetzt in eine Position hineinkommst und merkst dann, oh, da bin ich total hart, das ist so schmerzhaft, warum geht denn das nicht auf? Und dann kommt vielleicht auf einmal eine Erinnerung, dass da was gespeichert ist, was du vor vielen Jahren erlebt hast, dass du zugemacht hast, ja, dieser Schutzmechanismus. Vielleicht bist du verletzt worden und du hast dann ja, dich verschlossen, um dich zu schützen. Und wenn du dann in diese Dehnungen kommst, dann erinnert sich der Körper wieder und es darf wieder freigegeben werden. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wertvoller Ansatz in der Meditation, dass du über diesen Körper dich wieder erinnerst, um das Ganze freisetzen zu können, um das wieder loslassen zu können, dass es nicht weiterhin abgespeichert bleibt. Denn wir haben ein Körpergedächtnis, ne? Und ohne den Körper kommst du da einfach auch nicht dran. Ja, im Tai Chi ist es, glaube ich, ähnlich. Für uns ist Meditation nicht so ein transzendentes Wegfliegen, sondern eine Achtsamkeit, eine Konzentration, eine Beobachtung. Und der Gegenstand eben ist wie beim Yin-Yoga der eigene Körper. Und die Idee dahinter ist einfach, den Fokus nochmal zu ändern, von außen nach innen zu lenken am Anfang, den Körper wahrzunehmen. Fehlhaltungen zum Beispiel auch zu spüren und zu erkennen und zu merken, wo stehe ich ein bisschen komisch, wo habe ich das Gewicht vielleicht ungleich verlagert. Und viele Menschen sagen, die bei uns im Stehen meditieren und dann auch sitzende Meditation kennen, dass es im Stehen für sie angenehmer ist, weil zum Beispiel die Schläfrigkeit da gar nicht so im Fokus steht, weil wir eben durch das Stehen, durch das Aufrichten viel mehr in eine Wachheit kommen, auch in einer längeren meditativen Haltung. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen anstrengend für die Beine, weil die dann viel arbeiten müssen. Aber diese Körperlichkeit hilft vielen Menschen auch, gut in den meditativen Zustand zu kommen. Und das Spannend. Ziel im Tai Chi ist nachher diese meditative Ruhe, dieses Öffnen, was du auch genannt hast, dann weiterzutragen in Bewegung. Das ist nochmal eine Herausforderung, von der Ruhe in Bewegung, aber die meditative Haltung zu behalten und dann sogar in den Kontakt. Und das ist noch herausfordernder. Das bedeutet, ich gehe zum Beispiel in eine Partnerübung, in eine Situation, wo mich jemand umschubsen will, also unschön, aggressiv, stressig, und versuche trotzdem meine meditative Haltung, die ich im Sitzen, in der Ruhe gewonnen habe, bis in den Kontakt zu übertragen. Und das ist für viele Leute ja ganz schwierig, weil sie können vielleicht ganz in Ruhe im Urlaub mal runterkommen, entspannen, aber sobald sie wieder im Beruf sind, ist dieser Urlaub weg, ist diese Entspannung weg. Und im Tai Chi trainieren wir unter Stressbedingungen, diese meditative Idee zu behalten und auf den Körper zu fokussieren, auch wenn wir im Kontakt sind, auch wenn wir den Fokus mit nach außen haben und eben mit anderen Leuten interagieren. Ja. Ja, super spannend, was du da sagst. Das zeigt ja auch, dass da ganz viel Yin-Energie kultiviert wird, die dann, wenn du mehr ins Yang kommst, trotzdem noch da ist. Und darum geht Ja. es, dass wir diese Balance halten von Yin und Yang. Dass man nicht sagt, Yin ist aber wichtiger als Yang oder Yang ist wichtiger, sondern dass wir beide Anteile immer in uns haben und dass wir in die Mittellinie kommen. Und genau das wird dabei ja auch praktiziert. Also super schön. Ja, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, das wichtigste Prinzip im Tai Chi ist die innere und äußere Harmonie. Und die Harmonie ist ja, wenn Yin und Yang im Ausgleich sind, und zwar einmal in mir drin, aber auch in mir in Bezug auf meine Umgebung. Und genau das ist es. Also es macht keinen Sinn, wenn ich versuche zu meditieren auf einem Rockkonzert, weil das nicht passt. Aber wenn ich dann in der ruhigen Stille plötzlich anfange rumzuschreien, ist das genauso unpassend. Und das zu verbinden, also diesen Ausgleich zu schaffen mit Yin und Yang, das ist ganz gut. Und weil viele Leute, glaube ich, momentan sehr viel Yang haben, müssen wir erstmal das Yin stärken und das Vertrauen wecken, dass das Yin gut ist und hilft. Und dann mit diesem Yin wieder ins Yang reinzukommen, ohne das Yin zu verlieren. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass wir total im Yang-Überschuss sind, seitdem Ja. wir
mit der Internetwelt auch verbunden sind und eigentlich jeder ein Handy hat. Dadurch hat sich auch alles verschoben. Wenn man mal so überlegt, wie früher unsere Prioritäten waren und wie das heute war. Also ich gebe ganz gern das Beispiel, ich bin noch so erzogen worden, dass meine Eltern mir gesagt haben, nach der Tagesschau ruft man keinen mehr an. Dann haben die Leute Feierabend und wollen Ruhe haben. Das macht man ja nicht mehr. Also wenn man mal überlegt, WhatsApp-Nachrichten, die kriegst du auch abends noch um 11 oder deine E-Mails, die trudeln die ganze Zeit ein, dadurch, dass wir auch international verbunden sind. Und dadurch hat sich das alles so krass ins Yang verschoben. Wir kennen das gar nicht mehr so, dass man sagt, okay, der Tag gehört zu Yang und die Nacht oder der Abend gehört dann zu Yin. Und dass wir dann auch entsprechend uns danach ausrichten. Und dadurch, glaube ich, sind wir total in den Yang-Überschuss rübergerutscht, auch immer diese Alarmbereitschaften. Mein Handy ist da und ich bin ja jederzeit erreichbar und immer irgendwie auf dem Sprung. Und das ist für viele ganz, ganz schwierig geworden, sich wieder nach unten zu fahren und wirklich wieder zurück ins Hirn zu kommen. Ja, absolut. Das ist die große Herausforderung. Ja. Ja, schön. Ja, jetzt haben wir doch fast eine Stunde miteinander so locker gesprochen und einige Themen angesprochen. Das fand ich super. Ich würde das gerne nochmal wiederholen. Ja, gerne, Und super gerne. ja, und vielleicht machen wir es so, dass ihr, die Zuschauer, in die Kommentare mal reinschreibt, was euch denn interessiert, worüber wir sprechen sollen, dass wir einfach auf eure Fragen mal eingehen und das dann aus Tai Chi-Sicht vielleicht beleuchten und mal aus Yin-Yoga-Sicht oder einfach aus unserer Sicht als Lehrer vielleicht auch oder als jemand, der beide Welten gut kennt, das Online und das Offline. Ich denke, da können wir hier und da noch mal ein paar Themen noch mal vertiefen, die euch auch wirklich interessieren. Also schreibt das gerne in die Kommentare und schaut euch auch sehr gerne den zweiten Teil an, eben auf dem Kanal von der Stefanie. Und dann sehen wir uns demnächst irgendwann hoffentlich nochmal wieder. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, lieber David, und ich freue mich auf den zweiten Teil. Sehr Dankeschön. gut. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.